Game of the Week Nummer 20 ist draußen. So sieht es aus. Und ja, ihr könnt es schon sehen an meiner Jacke. Da muss ich auf jeden Fall absolut los. Wahrscheinlich auch sowieso bei unserer Auswahl heute Elite Player Picks. Aber nicht nur das, nein, heute kommt die schwierigste Entscheidung. Ja, ihr könnt heute entscheiden. Ich werde euch 5 verschiedene Teams vorstellen mit 5 geilen Icons. Und wer dann am Ende dabei rauskommt, das werden wir heute nach diesem Video erfahren. Und natürlich auch, was für Player Picks wir ziehen heute. Ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. Ihr braucht günstige PSN Cards oder Xbox Live, dann checkt auf jeden Fall mal MMOG ab und benutzt den 3% Discount Code RealFIFA, um zu sparen. Danke für eure Unterstützung und jetzt viel Spaß mit dem Video. Was geht, meine Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal RealFIFA. Lang ist es her, beziehungsweise schon wieder 3 Tage nach dem letzten Video. Ich weiß auch nicht, was los ist, aber es liegt natürlich auch unter anderem an EA Sports. Ihr müsst mir verzeihen, ich will wirklich täglich was hochladen. Ihr könnt natürlich auch gerne wieder Wünsche reinschreiben, was ihr so sehen möchtet, und dann werde ich natürlich versuchen, wieder regelmäßig am Start zu sein. Checkt natürlich auch gerne mein Social Media ab, Instagram, Twitter und natürlich auch gerne MMOGA, falls ihr irgendwie PSN-Cards, Xbox Live-Cards braucht. Ich glaube, morgen kommt wieder das Wants to Watch oder so raus, weiß ich aber nicht genau. Man munkelt, man sagt es, die Legenden besagen, dass es rauskommt. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir hier ein neues Team of the Week. Da will ich gar nicht so viel drauf eingehen, denn es ist mit Abstand wahrscheinlich so das Schwächste, was man so haben kann. Cancelo im rechten Mittelfeld jetzt nicht so sonderlich gut. Alejandro Gomez, dann haben wir Semedo, der eigentlich relativ stabil aussieht. Jimenez auch ganz okay ist. Dann natürlich Benze, die Schlenzer jetzt in Form. Ja, sieht eigentlich fresh aus so. Und dann haben wir hier auch noch die Maria. Also er sieht fresh aus hier mit dem roten Trikot und so. No homo. Aber ja, ansonsten haben wir da natürlich jetzt hier nicht das Weltbewegende. Ist aber egal, denn wir haben ja hier wieder unsere Elite Rewards, die wir ziehen werden. Und ihr fragt euch natürlich jetzt so, okay Max, hä, wie, heute keine Division Rival Rewards, keine, also das Inform-Pack und so? Nein, heute gibt es nur die Player-Picks, liegt einfach daran, weil wir das Ganze einfach mal taktisch angehen. Ihr seht es schon, wir gehen mal hier kurz nochmal zurück. Wir haben jetzt auf dem Shop 11 Sets, unter anderem natürlich auch dann das Elite-Inform-Set, ist ja logisch. Das werden wir erst öffnen, wenn es natürlich ein besseres Team of the Week gibt und wenn morgen die OTW-Karten rauskommen sollten. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dann werden wir da die ganzen Packs ziehen und vielleicht, also ich werde dann natürlich dann morgen, wenn da was rauskommt, direkt ein Pack-Opening rausballern. Ihr wisst Bescheid, vielleicht kommt dann was Gutes, und ich würde sagen, wir halten uns gar nicht mehr so lange auf. Start mit dem ersten Player-Pick. Wenn es euch gefällt, lasst natürlich gerne ein Like da, wäre mega krank, und schreibt mal rein, was ihr so in den Player-Picks hattet. Aber ich denke mal, so besonders ist das heute vielleicht nicht. Es sei denn, wir ziehen Cancelo, dann müssen wir mal überlegen, ob wir den irgendwie so in der Dreier- oder mit einer Dreierkette verbinden können. Ich weiß es nicht. So, okay, schauen wir einfach mal. 3, 2, 1, let's go. Erster Player-Pick wird heute, wir ziehen einfach nach der Reihe, vielleicht sogar was Gutes sein. Oh, das ist sogar relativ sehr gut, denn wir haben so mit dem besten Spieler gezogen, den es hier gibt. Jimenez, Jungs. Jimenez ist am Start. Gut, da will ich mich jetzt nicht absolut abfeiern, aber ich dachte, heute müssen wir komplett ja, irgendwie nach Hause gehen oder irgendwo anders hin. Deswegen, ja, auch die Jacke, Jungs. Aber mit Jimenez, muss ich sagen, ist das sogar wirklich ein guter Player-Pick aus diesem Team of the Week. Ja, muss ich sagen, der sieht schmackhaft aus, also vielleicht sogar auch spielbar. Klar, für uns jetzt nicht wirklich, aber trotzdem, sage ich mal, ein 86er Jimenez, den werde ich wahrscheinlich in die SBC reinballern. Ist aber egal, denn es ist einer der besseren und wenn nicht sogar mit der Beste. Also ohne Witz, haben wir doch eigentlich schon relativ Erfolg gehabt. Und er hat sogar 94 Sprungkraft, was extrem gut ist, Jungs. Das ist wirklich extrem gut. Und ich sag euch, heute habt ihr die Qual der Wahl, zwischen 5 Icons zu entscheiden, zwischen 5 verschiedenen Teams, wie wir kommende Weekend League, also am Wochenende, spielen sollen. Der Patch ist draußen. Ihr könnt ja mal eure Meinung raushauen zum Patch. Ich werde jetzt erstmal direkt das zweite Pack ballern. Let's go. Wer wird es sein? Cancelo vielleicht. Und es kommt sogar. Es kommt sogar Alejandro Gomez. Okay, wir haben seine Footmiss-Karte. Aber, also das hätte ich jetzt nicht gedacht. Jetzt ziehen wir die Besten. Obwohl das eh kein, wahrscheinlich juckt, aber Gomez, Alejandro Gomez, Jungs. Das ist halt wirklich gut. Und ja, was wollte ich sagen? Ja genau, haut mal raus, was ihr zum neuen Patch sagt. Ich habe schon ein bisschen gespielt und ich muss sagen, irgendwie viele haten das Ganze. Aber ich finde den Patch gar nicht so verkehrt.
Versteht mich nicht falsch, vielleicht nach der Weekend League werde ich komplett lost sein, aber ich habe ein paar Spiele gespielt, sogar alle gewonnen, Draft-Finale auch gewonnen und so weiter. Und ich kam echt gut zurecht damit. Könnt ihr mal reinschreiben, was eure Meinung dazu ist. Man muss natürlich abwarten, aber so gesehen gehen halt nicht mehr alle Time-Finish-Schüsse rein. Und das ist jetzt mal mega heftig. Also, dass so kranke Rewards kommen, hätte ich jetzt nicht gedacht. Also, kranke Rewards, man muss ja immer im Verhältnis dazu sehen, was gerade so zu ziehen ist. Und das ist halt wirklich jetzt das Beste vom Besten, was man ziehen kann. Und jetzt noch ein Cancelo und dann sind das wirklich die besten Rewards. Also schauen wir einfach mal für dieses Team of the Week natürlich. Eins und let's go. Cancelo oder nicht? Cancelo oder nicht? Es kommt ein 85er Quagliarella raus, was auch völlig in Ordnung ist. Also die Rewards, gib mal einen Daumen von mir. Wirklich, also für die Daumen wahrscheinlich. Also für EA gibt es mal einen Daumen von mir, wollte ich hier dazu sagen. Donnarumma, okay, drei Sterne, der fällt auf jeden Fall schon mal flach. Berg, Huis oder Huis, Hilton, Wendt, die Bude brennt und Quagliarella, 85 rated. Das sind unsere Player Picks. Ist okay, ist wirklich okay. Nehmen wir mit und jetzt kommen wir und jetzt. Ja, kommen wir mal zu dem wichtigsten Thema heute, denn mit welcher Icon sollen wir diese Weekend League rasieren oder uns blamieren, das könnt ihr jetzt entscheiden. Ich habe jetzt hier fünf verschiedene Teams, mit denen wir diese Woche an den Start gehen können. Ihr seht es oben links, wir haben 3,8 Millionen, aber ich habe noch auf der Transferliste rund 1 bis 2 Millionen Coins. Das heißt, wir können alle Teams bauen. Und da ist dann die Frage, auf was habt ihr Bock? Und ihr wisst es oder werdet es jetzt sehen, wenn ihr mein allererstes Team seht. Ich gehe einfach schon mal rauf. Schreibt einfach Hashtag Team 1 rein. Team 1 ist das hier, genau. Hashtag Team 2 ist das, Team 3, Team 4 oder Team 5. Wir gehen das einfach chronologisch der Reihenfolge nach durch. Und dann zeige ich euch einfach mal die Optionen, die uns für diese Weekend League bleiben. Und ich feiere das eigentlich, wenn wir so gefühlt jede Woche ein neues Team haben. Dann seht ihr da auch ein bisschen Abwechslung. Ich versuche auch wieder meine letzten Spiele aufzunehmen, wenn ihr darauf Bock habt. Und ja, okay, wir starten direkt mit Team Nummer 1. Laber nicht mehr viel um den heißen Brei. Das würde so aussehen. Das würde so aussehen und unter anderem können wir uns eine der wohl krassesten Icons holen. Und zwar R9 für 4,7 Millionen sollte das im Budget drin sein. Problem ist aber hierbei, wir müssen dann mit Heung-Min, okay, wo ist das Problem, mit Ronaldo auf dem rechten Flügel mit 7 Chemie spielen. Ist nicht wirklich das Problem. Dann holen wir uns Ramos oder Varane. Ist egal, der normale Ramos, der normale Varane können dann natürlich hier nicht so viel, sage ich mal, um den heißen Brei machen, sage ich mal. Also wir können uns da jetzt nicht die Top Team of the Year Karten Ramos holen oder so. Nein, wenn wir den R9 holen, müssen wir halt auf die normale Ramos Karte gehen und auch, wahrscheinlich auch auf den normalen Courtois. Aber das ist egal, denn dann sind wir halt wirklich sehr, sehr stark aufgestellt. Ist die erste, ja, ist das erste Team, also Hashtag Team 1, wenn ihr das sehen möchtet, diese Weekend League, keine Ahnung, ihr seht schon, wir haben Messi, Totti verkauft, liegt einfach daran, Jungs, ich will euch wirklich viel bieten, ich habe jetzt letztens wieder ein Buy for Sky rausgehauen, wo auch unter anderem eine Icon da am Start war und das kann ich leider nicht, wenn ich halt mich nur auf ein Team versteife und das müsst ihr verstehen, aber ich will auf jeden Fall wieder Messi holen, wenn ich dann vielleicht auch mal wieder Packlack habe, morgen oder so, bei den aufgesparten Packs irgendwas Geiles ziehe, dann können wir da auf jeden Fall mehr machen und ja, liegt einfach daran, ich will Buy for Skies wieder machen, ich will die Vergangenheit bringen und da können wir uns leider nicht auf ein Team versteifen und klar, man macht nach jedem Verkauf von diesen Icons wieder übelst Verlust, aber das will ich einfach für euch und jetzt kommen wir zu Team Nummer 2, was es auch wirklich in sich hat. Team Nummer 2 hat nämlich die Haupt-Icon Rullit, ja, Rullit, Jungs, der, ich wollte gerade sagen, der Dude Mütter, Jungs, er macht es einfach mit den Müttern. Keine Ahnung, okay, oder auch mit Vätern. Ja, ich fasse auch. Okay, das hört sich behindert an, aber ihr wisst schon, was ich meine. Rullit, Jungs. Ist auch die, mit Favoritenwahl, also R9 oder Rullit in dieser Weekend League mal zu testen. Habe ich bisher noch kein einziges Spiel in FIFA 19 gemacht. Würde ich schon übelst Bock drauf haben. Dann könnten wir theoretisch auch
Mbappé als normale Karte holen, müssten nicht mal Son nehmen, obwohl ich auch eigentlich Son theoretisch dann auf dem rechten Flügel spielen könnte. Und dann das Gleiche, wir können ja entweder Ramos nehmen, vielleicht sogar die bessere Man of the Match Karte oder Varane, je nachdem wie dann die Coins reichen, und natürlich Thibaut Courtois. Also eigentlich hat sich da fast nichts verändert, bis auf die Icon. Das ist Hashtag Team 2. Wenn ihr eher Team 2 sehen wollt, Hashtag Team 2 in die Kommentare. Ich bin wirklich gespannt, für was ihr euch entscheidet. Und das war das zweite Team. Kommen wir jetzt zum dritten mit der nächsten Icon. Und die nächste Icon lautet Cruyff. 94 Rated Prime Icon natürlich. Prime Icon von Cruyff kostet gar nicht mehr so viel, muss ich sagen. 3 Millionen Coins. Und das ist auch der Grund, was vielleicht das Ganze jetzt interessanter macht. Ihr habt es gesehen. Wir können Hullet holen, wir können R9 holen. Aber dann können wir jetzt hier bei Cruyff zum Beispiel auch den Virgil van Dijk Team of the Year ins Squad stellen. Also so würde das natürlich auch mega aussehen. Wir könnten theoretisch auch sogar Van der Sar als SBC machen. Und das würde ich dann auch droppen, das Video, also am Wochenende auf jeden Fall. Oder es gibt dann auch natürlich die Taktik, sollten die Coins nicht reichen, nehmen wir ganz normal De Gea hier rein, weil das passt ja sowieso. Oder wir machen es so, ballern hier Van der Sar rein und nehmen sogar De Ligt, also die 92er Future Star Karte. Wenn ihr Bock habt auf Team 3, dann macht ihr Hashtag Team 3 rein. Ich bin wirklich gespannt. Das sind drei geile Teams. Fünf geile Teams. Und dann machen wir direkt weiter. Ich will gar nicht so viel labern, dass ihr hier Langeweile habt. So, Team Nummer 4, also Cruyff, Icon, Prime. Da könnt ihr mal gerne eure Meinung zu den ganzen Spielern raushauen. Ich bin mir da wirklich auch unentschlossen, was halt für uns persönlich das beste Squad wäre. Jetzt seht ihr Team Nummer 4, Hashtag Team 4, falls ihr das sehen möchtet, mit Eusebio Prime Icon. Ja, der kostet auch nochmal ein bisschen mehr, ist aber auch eigentlich eine richtig geile Maschine, sag ich mal. Dann das Gleiche, entweder holen wir Ramos, Varane, Courtois und Mbappé können wir uns dann natürlich auch noch leisten. Wenn ihr Bock habt auf Team 4, macht ihr einfach Hashtag Team 4 rein und dann weiß ich Bescheid. Also Jungs, ihr habt wirklich die Qual der Wahl und ich bin gespannt. Wir können auch alle Teams einfach mal jede Weekend League sozusagen ausprobieren. Hätte ich auch kein Problem. Und jetzt kommen wir zum Team 5. Das sieht nochmal ein bisschen anders aus. Denn da haben wir nicht unseren Untradable Pogba. Nein, wir würden dann hier diesen 95er Pelé wahrscheinlich holen. Ja, den würden wir uns gönnen. Der hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und wir könnten auch Neymar holen. Die normale Neymar-Karte. Offensiv haben wir dann sehr, sehr viel Varianz. Son müsste dann wahrscheinlich da auf dem rechten Flügel spielen. Dann haben wir hier Ballack. Da können wir theoretisch auch Petit holen oder Rijkaard. Also je nachdem, was ihr dann sehen wollt. Das ist halt wirklich auch nochmal was anderes. Und dann halt wieder in der Verteidigung entweder Varane oder Ramos. Das ist egal. Das kommt dann halt drauf an, wie viel Coins am Ende überbleiben. Das ist Hashtag Team 5. Also ist sehr, sehr viel Varianz am Start. Es ist eine unglaublich schwierige Entscheidung. Deswegen natürlich auch der Titel. Wir haben gute Player Picks gezogen. Und jetzt, Jungs, bin ich gespannt, für welches Team ihr euch entscheidet. Team 1, Team 2, Team 3, Team 4, Team 5. Und wenn ihr Bock habt, dass wir wirklich immer so gut wie jede zweite Woche oder jede Woche ein neues Team haben, dann lasst es mich gerne wissen. Ich würde mich übelst freuen über eine Bewertung. Checkt natürlich gerne meine letzten Videos ab. Lasst ein Abo da, lasst natürlich auch die Glocke klingeln, dann verpasst ihr kein Video mehr und dann zeige ich euch, für welches Team ich mich am Ende entschieden habe. Mehr kann ich nicht sagen, ich bin gespannt am Ende, was dabei rumkommt, also keine Sorge, die Coins reichen wirklich, wir haben auf dem Transfermarkt noch ein paar Investitionen und so. Und deswegen sollte auch ein R9 drin sein. Ja, ballert das einfach mal in die Kommentare. Ich bin gespannt, mit welchem Spieler wir dann die Weekend League rasieren, hoffentlich. Ich bin wieder back und ich hoffe, jeden Tag kann ich euch wieder mit einem Video begrüßen. Haut rein, danke fürs Zuschauen, macht's gut, eure Meinung wirklich mal rein und bis zum nächsten Mal.